Rave Empire 2, liebe Grüße an alle, die dabei sind. Live auf Twitch, ich zeichne auf YouTube, riesige Amerika-Karte, riesiges Bauprojekt. Wir haben zwei große Kreise gebaut, die rund um den Lake Superior, den Oberer See, führen, zwischen Kanada und den USA gelegen. Einmal mit dem Uhrzeigersinn und einmal dagegen. Und das haben wir gemacht für Expressgüter, Post und Passagiere, und das komplettieren wir gleich noch für Waren. Für Fertigwaren. Und wir brauchen noch Zubringerstrecken für Wolle, für Holz, für Getreide, für Mais und all die anderen schönen Dinge des Lebens, die man fressen kann oder mit denen man sich die Wohnung ausstaffiert, was auch immer. Aber erstmal wollen wir die Strecke hier vom Ort White River bis zum Ort White River von Sault Ste. Marie noch komplettieren. Wir haben uns das eben angeschaut. Schaut mal hier. So sieht das aus auf Google Maps. Hier vorne sind wir. Wir fahren im Augenblick die Strecke hier lang, von hier rauf. Das Stückchen fahren wir gerade hier. Hier geht's gerade lang. Ernsthaft. Chu-chu, meine Damen und Herren. Chu-chu! Auf geht's. Ankunft in White River. Einige Jahrzehnte vor Erfindung von Google Maps, aber der Ort ist trotzdem interessant und existiert. Und da kommen wir an. Und mein Vorschlag wäre, wie viele Leute fahren mit? Geht's um. Das ist der erste Zug der Strecke. Der zweite ist auch schon unterwegs, kaum jemand an Bord. Wir haben 7 eingesetzt, die werden im Augenblick kaum genutzt. Wir tun mal so, als wäre es trotzdem sinnvoll gewesen. Achtung, Forschung, 200 Forschungspunkte. Was machen wir damit? Ticketpreise für Passagiere um 5% erhöhen, damit wir noch mehr in Geld schwimmen. Die Lok hatte freigeschaltet, die Dragon. Wir könnten in Richtung zu dieser Lok forschen. Nee, der Lok hier vorne, die Rogers Mogul, ist die nächste Lok auf der Strecke. Eine gemischte, die setzen wir selten ein in diesem Jahrzehnt. Das wird sich kaum lohnen. Und die hier, Hulda. Hallo Hulda. Ah, das ist die nächste neue Express-Lok. Müssen wir aber sehr lange verforschen. 80 Stundenkilometer Spitze, wow. Die wir im Augenblick benutzen, ist diese hier, noch aus der früheren Epoche. Spitze 69 km/h. Zugleistung PS. 27% von einem Normwert von 100%. Beliebtheit 130%. Das hat Einfluss auf die Ticketpreise. Und die Hulda, Beliebtheit 134, kaum Unterschied. Zugleistung etwas mehr. Ach komm. Ich würde erst die anderen Sachen hier freischalten. Maximalgeschwindigkeit aller früheren Loks werden erhöht bis hierhin. Das brauchen wir nicht. Ticketpreise erhöhen. Anzahl der Passagiere in allen Städten mit einem Bahnhof um 5% erhöht. Das machen wir. Da gehen wir einmal drauf. Und wieder raus. Und jetzt machen wir die Gegenrichtung. Das ist der Kreisverkehr, den wir hier gemacht hatten. Und jetzt machen wir in zwei Richtungen. Rochester bekommt schon ein Level Up hier. Die Stadt ist gewachsen. Und jetzt machen wir eine Cargo-Strecke, die Waren transportiert in beide Richtungen. Wir starten in Madison. Neue Zuglinie, Frachtstrecke, Frachtlok, die Dragon. 7 Züge wieder auf der Strecke, so wie eben. Die Express-Loks und die Express-Strecken, die waren nicht wirklich ausgelastet mit 7. In der Richtung 7, aber ich würde es trotzdem machen. Weil perspektivisch brauchen wir den. Vor allem, wir wollen ja auch Waren, noch so Stichstrecken machen und noch Mais, Holz und andere Sachen in die Bahnhöfe reinbringen, die zum Teil verladen. Ich würde das machen. Wir machen wieder 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und starten erstmal hier vorne in Madison und starten nach oben hin, vom Bahnhofsgebäude aus gezählt. Bahnhofsgebäude ist links. 1, 2, 3, 4. Gleis 4 starten wir. Und dann geht es mit dem Uhrzeigersinn nach Rochester, nach Minneapolis, nach Duluth, nach Thunder Bay, nach White River, nach Sault Ste. Marie und wir starten wieder hier vorne in Madison.
automatisch, muss man nicht einstellen. Und die Waren, die verfügbar sind, sind links eingestellt, die können mitgenommen werden. Weitere Waren führen wir hier noch dazu, mit Zubringern, die Rohstoffe hier hinbringen und mit Lagerhäusern, die wir in den Städten drin bauen, zum Umladen der Strecke hier. Ja? Und wie nennen wir das Ganze? Cargo. Pfeiffer, danke fürs 20. Abo. Liebe Grüße, danke für den netten Satz. Willkommen bei uns. Danke an Black Panther fürs Abo-Verschenken, an Max. Danke, Matthias. Marcel, danke fürs zweite Abo hier. Danke dir. Vom Raid rübergekommen, liebe Grüße an dich. Die eine Richtung A, die andere Richtung B. Einmal bestätigen. Hier ist die Abfahrt. Mal gucken, was und wie viel überhaupt mitgenommen wird. Wenn wir ein bisschen Glück haben, haben die sehr viel Bier im Ausgangslager hier. Was wird mitgenommen? Wir haben die übrigens selber lackiert, die Lok. Kann man im Lokschuppen machen, in Farben, wo wir Bock drauf haben. Es wird Bier mitgenommen. Bier mit Schaum und im Glas. Nein, in Fässern. Oh, das lohnt sich. Reichlich Bier dabei. Ja, einmal randvoll mit Bier. Sehr schön. Klasse. Abfahrt, wunderbar. Funktioniert. Jetzt haben wir noch die Gegenstrecke. Ob ihr da mitfahren dürft? Ja, dürft ihr es in dem. Alles okay. Ja, es ist wieder mal ein Alki-Zug, ich weiß. Und jetzt machen wir parallel noch die, jetzt richten wir noch die andere Strecke ein. Ich hoffe, das Bier wird nicht einmal rund um den See gerade hier hingebracht. Dann würde ich mich schwarz ärgern. Eine neue Strecke bitte. Wieder mit 7. Und wir starten wieder hier vorne. Und es geht rechts diesmal entlang. Und vom Bahnhofsgebäude aus gezählt, es ist das Gleis Nummer 3, ne? Ja. 3? Muss mal kurz gucken gehen. Hier fährt keiner im Augenblick mit. Und das sind die Expressstrecken, ja. Gleis 3. Geht es rauf. Einmal hier hin. Kreis in der Gegenrichtung. Und hier vorne geht es zurück. Fahrt in die Gegenrichtung, bitte. 7 Züge? Nee, ich setze 7 Züge auf der Strecke ein. Jeder Zug hat bis zu 8 Waggons bei Railway Empire 2. Das bestimmt das Spiel automatisch. Und ich hätte gerne 7 Züge auf der Strecke. Wenn man 7 einstellt, dann werden die in gleichmäßigen Abständen auf die Strecke losgelassen. Die starten immer in dem Bahnhof, der bei der Strecke ganz oben stand. Und werden dann, also 6 bleiben dann quasi im Hintergrund. Die kauft man schon mal. Die werden vom Spiel hier unsichtbar irgendwo in der Nähe des Bahnhofs postiert und wenn die Abstände und wenn dann in gleichmäßigen Abständen verteilt auf die Strecke draufgelassen. Und es war noch genug Bier da für die Gegenstrecke. 5,6 Millionen und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir auch noch ein bisschen bauen. Wir wollen nämlich, dass noch mehr, dass genug Waren auch transportiert werden können. Machen ein paar Zubringergeschichten hier.
Getreide können wir zum Beispiel hier zubringen. Hier bringen wir die Wolle hin. Wolle wird hier nachgefragt. Und Mais und Getreide. Könnten wir da auch reinbringen. Getreide wird überall nachgefragt. Wir machen hier einen Getreidezubringer. Davon ist Holz. Ich hoffe, Holz war irgendwo auch noch näher dran. Hier ist ein Holz näher dran. Von hier ist, können wir Milch hier rüberbringen. Vieh von hier. Fangen wir mit den beiden mal an. Wie viele Gleise haben wir hier freigelassen? Bahnhofsgebäude ist auf der rechten Seite. Ein Gleis ist frei. Dann geht es hier rüber. Und das Getreide lassen wir hier weg. Wo kommt denn das Getreide dann her? Von da vorne. Einmal Getreide reicht im Prinzip. Und hier die Bahn, ein Bahnhof auf der linken Seite. Und da wird die Wolle dann hier hingebracht. Okay. Ein Bahnhof hier hin. Mit H kann man sich die Höhenlinien anzeigen lassen. Einmal hier runter bitte, geradeaus und dann in die Kurve. Und parallel geführte Gleise sind immer billiger im Bau. Außerdem ist hier vorne ein Versorgungsturm, den nutzen wir mit. In dem Augenblick, wo man ein weiteres Parallelgleis hinzubaut, erstreckt der Versorgungsturm sich automatisch ein Gleis weiter. Also auch die grafische Darstellung passt sich an und natürlich auch die Funktionalität. Da geht's rein. Kann man so machen. Ja, einmal bauen. Jetzt seht ihr, wie der Turm sich über alle Gleise erstreckt. Hier vorne ist er. Jetzt richten wir die Strecke ein. Wir könnten, weil Railway Empire 2 nicht nur ein Transport, sondern auch ein Aufbauspiel ist, hier diese Betriebe noch mit dazu kaufen. Das wird sich auch eventuell lohnen. Also wenn die bislang noch nicht von der KI abtransportiert worden sind, die Waren über imaginäre Kutschen, Ochsenkarren oder was weiß ich worüber, dann sind die relativ preiswert zu bekommen. Hier gibt es einen Ausschlag rauf und runter. Die haben ein großes Exportlager. Läuft relativ gut schon so, wäre teuer im Kauf. Wenn man es kauft, würde man die Profite regelmäßig kriegen, aber wir haben schon so viele gekauft. Wir spielen ja ohne KI-Gegner. Deshalb will ich nicht noch eins kaufen. Aus dem simplen Grund, wenn man die nicht kauft und es gibt eine höhere Nachfrage nach einem Gut, dann regelt die KI das automatisch. Also die sorgt dafür, dass das Gebäude automatisch ausgebaut wird. Wenn wir dagegen Gebäude einmal gekauft haben und wir die Profite bekommen und es gibt eine höhere Nachfrage, müssen wir selber manuell irgendwann den Ausbau machen. Und bei so einer riesigen Karte wie hier und ohne KI-Gegner, mit einer riesigen Liste von Betrieben, die wir jetzt schon durchgehen müssen, wären wir ganz viel in Excel-Menüs unterwegs und müssten Betriebe immer wieder überprüfen, und da habe ich keinen Bock drauf. Hier vorne kommt ein Zug rein, einmal Fracht, einmal Start hier vorne. Beide Betriebe waren in der Reichweite. Minimum zwei Waggons bitte mitnehmen. Hier vorne geht's hin. Leer wieder retour. Wolle und Mais nach Chanda Bay bitte. Und Abfahrt. Ein Prost an alle Eisenbahnfans. Hallo Bomber, was die größte Stadt ist, die wir im Augenblick versorgen? Wahrscheinlich eine der, die wir als erste ausgebaut und angeschlossen haben.
Weiß ich nicht auswendig gerade. Müssten wir gucken gehen. Ich schätze so 40.000, 50.000 Menschen mittlerweile. Im Chat wird darüber nachgedacht, ob an Bord unserer Züge Rauchverbot herrscht. Nein. Das ist das Jahrhundert der Dampflokomotiven. Welchen Sinn würde es machen, den Leuten, innerhalb der Waggons sitzen, vielleicht bei geöffnetem Fenster, das Rauchen zu verbieten, wenn der Rauch der Loks durch das Fenster reinzieht und allen eine dicke Portion Feinstaub, Ruß und Krebs beschert? Gar keinen. Rauch kommt von allen Seiten rein. Es ist also, selbst als Nichtraucher raucht einem hier der Kopf. Es sind nichts an der Fortbewegung mit Dampfloks, ist in irgendeiner Weise sauber. Ja, stimmt, finde ich auch. Wo gibt's Kekse? Die Anzahl der Zeichen für die Zugnamen, die Zeichenbegrenzung ist ein bisschen niedrig. Bin ich ganz bei dir. Kommt schon der erste Zug entgegen hier, schaut mal, von der großen Strecke. Ein Expresszug war das mit Post und Passagieren. Ankunft im Bahnhof. Die dringend benötigte 8 Wollknäuel werden abgeliefert, damit vor Ort ein paar Pullis gestrickt werden können. Wir checken nochmal kurz, aber ich glaube, ich hatte dran gedacht. Es kommt auch gar nicht so viel Geld pro Zug rein. Schaut mal, vielleicht wird uns was angezeigt hier. Wartungsdepot ist da. Und Versorgungsturm war auch da. Versorgungsturm ist für die Betriebsmittel, Öl, Sand, Wasser, dass das regelmäßig aufgefüllt wird. Versorgungsturm stehen, 17.000 bekommen wir hier für die einmalige Lieferung. Schaut mal hier, das ist ein Expresszug aus der gegenteiligen Richtung. Randvoll. Jetzt, wenn die jetzt füllen die sich. So, nochmal eine weitere Strecke bitte anbauen. Im Chat wurde ich von Bomber, liebe Grüße nochmal, eben gefragt, was ist die größte Stadt, die wir haben? Ich vermute Toledo oder London. London hat 4 Balken. London, nicht das London in Europa, sondern das London hier, könnte die größte Stadt sein. 63.000 Menschen und mittlerweile werden auch Güter nachgefragt, wie Aluhol und Bauholz, Kleidung und so weiter. Da gibt es bestimmte Bevölkerungsschwellen. Wir könnten uns schon um Alkohol kümmern hier. Alkohol gibt es im Augenblick ja, Probleme mit der Produktion. Es gibt eine Alkoholfabrik im Ort. Das ist die hier. Und die produziert aus Zucker und aus Obst Alkohol. Und hier gibt es irgendein Problem. Produktion ist gestoppt. Entweder weil das Warenlager voll ist oder weil keine Ausgangswaren da sind. Obst ist bei null. Zucker ist randvoll. Es fehlt Obst vor Ort. Mhm. Warum fehlt Obst? Obst müsste eigentlich von woanders aus hier hingebracht werden. Hier oben ist Obst und ich vermute mal, dass wir den Betrieb besitzen und dass ich den nicht ausgebaut habe. Schaut mal, Auslastung bei 100%, Exportlager leer, WB hat das Teil gekauft, auf Stufe 1 und niemals manuell verbessert. Wir machen gleich 2 Stufen, auf 4, 8 hoch. Deshalb meinte ich eben, dass ich mittlerweile zu faul bin, irgendwas auszubauen. Wir gehen mal alle Betriebe einmal durch. Das war das, was ich gerade nicht gemacht habe. Das ist eine Brauerei. Auslastung ist auch schon auf voll.
Exportlage ist allerdings auch voll, wird nicht abtransportiert. Würde ich erstmal lassen. Exportlager ist auch voll, würde ich nicht machen. Ja, also wenn das Exportlager voll ist, das ist eigentlich ein gutes Indiz. Exportlager bezieht sich auf den Betrieb selber, ist ein gutes Indiz dafür, dass ein Ausbau nicht nötig ist. Also Auslager, Auslastung 100% ist erstaunlich natürlich, ne? Wir könnten das hier schon mal auf Vorrat ausbauen hier. Weil die Auslastung bei 100% ist, auch wenn das Exportlager voll ist, ich würde es einmal ausbauen. Auf Stufe 2 allerdings nur. Es ist auf Stufe 2 und es kommt auf Stufe 3 dann. Da bin ich mir nicht so sicher. Hier. Sägewerke, die Bauholz herstellen aus Holz. Auslassung bei 100%. Warenexportlager leer. Klassischer Fall. Das ist ein fortgeschrittenes Gut. Da gehen wir sogar gleich zwei Stufen rauf. Hier war ich doch gerade schon, ne? Nee, hier war ich noch nicht. Doch, da waren wir gerade schon. Ja, da waren wir eben auch schon. Der Rest bleibt so, wie es ist. Jetzt sollte sich das eigentlich halbwegs vernünftig verteilen. Wir haben uns auch Schulden gemacht, allerdings nicht sehr hohe. 4,6 Millionen, die Anleihen. Eine dicke Anleihe, allerdings nur zu 3,2% Zinsen. Könnten wir irgendwann zurückzahlen. So, und jetzt wollten wir, das ist der Blick Richtung Norden, den Kreisverkehr noch zu Ende ausbauen. Hier vorne haben wir eine Verbindung gemacht. Hier. Wir wollten nachher eine Stichstrecke machen, die glaube ich hier lang führt, ne? Hier rauf hatten wir glaube ich gesagt. Oder hier rauf, ich weiß es gar nicht genau. Hier hatten wir glaube ich mehrere Gleise freigelassen, zwei Stück für eine Stichstrecke. In Duluth hatten wir keine Gleise freigelassen. Nein. Das heißt, wir wollten von hier aus nachher eine Stichstrecke machen zu anderen Bahnhöfen. Und das Fleisch, das Vieh wird hier nachgefragt. Da können wir den Zucker auch hier einspeisen. Genau, und wir wollten Milch und Holz auch auf die Strecke packen. Das könnten wir auf der anderen Seite machen. Könnten wir die rein mehrfach rein und raus fahren lassen. Wir haben allerdings nur ein Gleis hier. Oder wir bringen die beiden hier nach Madison rein. Ist hier noch ein Gleis frei? Ich glaube nicht. Eins ist hier frei. Zwei sind hier frei. Nee, die kommen von unten, wenn die genutzt. Also die wollten wir ja oben anschließen, das weiß ich noch. Dann machen wir es trotzdem so. Ein Bahnhof hier oben hin. Da oben ist ein Versorgungsturm. Das heißt, wir gehen links rum und nutzen den Versorgungsturm mit.
Wir könnten uns Folgendes überlegen. Wir könnten die Strecke zweigleisig machen. Wir könnten von hier aus hier reinfahren. Dann fährt der Zug durch. Der kann ja immer nur eins von beidem anschließen. Also die Milch wollten wir hier rüberbringen. Holz können wir auch nach unten packen. Hier haben wir noch weit eine andere Holzquelle. Das ist Salz. Das Holz können wir hier vorne anschließen. Ne? Hier ist außen sind noch Gleise frei. Die Milch, wir schauen uns mal an, von wo aus Milch in den Warenkreislauf rund um den See eingespeist werden kann. Von hier aus und von da aus. Das wäre zwei Milchquellen wären schon besser als eine, die liegen auch entgegengesetzt. Die könnte man hier reinbringen und die Milch kommt dann hier mit dazu und die Strecke kommt hier bis zur Milch durch. Und das Holz können wir auch von hier aus reinbringen. Okay, dann nehmen wir nur die Milch hier mit. Die Milch ist das Endstück, das heißt von dem Bahnhof geht es hier rein, hier durch, hier hin und wieder retour. Ob es noch Kutschen gibt, Cindy? Nee, also bei dem Spiel gibt es nur Dampfloks. Das ist der Unterschied zu Transport Fever 2 liegt primär daran, Transport Fever 2 punktet damit, dass es da eine größere Vielfalt von Verkehrsmitteln gibt, also auch Schiffe und Flugzeuge und Pferdekutschen und was weiß ich alles. Und das Spiel hier punktet damit, dass die Vielfalt an Waren eine größere ist. Und das ist halt auch ein Aufbauspiel, das ist nicht nur ein Transportspiel. Also, dass du auch hier Fabriken baust und Betriebe baust und gezielt dir überlegst, welche Städte beliefere ich mit welchen Waren, Bevölkerungswachstum und welche neuen Slots schalte ich dort frei für weitere Gebäude und weitere Produktionsketten. Das ist der Unterschied. Also das hier sieht aus, als wäre es nur ein Transportspiel, ist aber de facto auch ein Aufbauspiel. Rein. Ich glaube, so ist okay, ne? Die Kurve ist ein bisschen eng. Die machen wir noch ein bisschen breiter. Es ist ja noch enger. Enge Kurven reduzieren die Maximalgeschwindigkeit. Okay. 80 km/h ist völlig okay für eine Frachtlok, wer weiß, ob die auf der Strecke das überhaupt erreicht. Jetzt geht es oben rum raus und zum Bahnhof da hinten hin. Hier ist der Versorgungsturm, den wir brauchen für die Strecke. Ja, so kann man es machen. Jetzt können wir die Strecke schon starten. Checken doch mal, ob wir ihr irgendeinen Betrieb nochmal kaufen wollen. Weil irgendwie, wir schließen all die tollen Betriebe an und ich kaufe sie dann nie. Irgendwie, ich weiß, ich habe gesagt, zu viel Micromanagement, aber irgendwie juckt sie mich doch mal. Aber das sollte man halt dann machen. Man kann das machen, indem man die mit dem Bahnhof angeschlossen hat. Das verändert nachprüfbar nicht die Preise. Aber man sollte die nicht kaufen, nachdem man einmal Waren abtransportiert hat. Das ist Quatsch. Das können wir machen. Das ist super billig, die Milch, und die können wir da oben hinbringen. Und
alles, was hier hingebracht wird, also Zucker kann, will ich auch mitnehmen für andere Städte, Vieh nicht unbedingt und Milch und Zucker halt. Das heißt, wir bauen hier noch und kaufen hier noch eine Lagerhalle. Zucker und Milch werden mitgenommen. Bitte nicht gemeinsam. Gesüßte Milch geht so hier irgendwie. Vielen Dank an Bilair für 5 verschenkte Abos, an die Einzelfahrkarte, an Asbru, an Dalinza, an Sir Frank Needful und an Christa Angelo. Lieben Dank an Bilair. Danke dir. Wunderschönen guten Abend nochmal. Sehr hübscher Name übrigens, Einzelfahrkarte. Das gefällt mir schon mal sehr gut hier. Das war ein 5-fach-Ticket, das du rausgegeben hast. Danke dir. Und das ist alles okay. Und wir brauchen noch ein... Wir brauchen auf jeden Fall ein Wartungsdepot hier. Damit auch Züge, die hier die Strecke langfahren, hier immer repariert werden können. Jetzt starten wir. Eine Frachtlok könnte sogar reichen erstmal. Ausbauen könnte man immer noch. Die können wir ruhig durchfahren lassen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Lok gar keine Waren mitgenommen werden auf der Strecke, das ist dermaßen unwahrscheinlich. Hier bitte nichts mitnehmen, damit man nicht durcheinander kommt. Geliefert werden. Vieh. Zucker. Und Milch. Für das R ist leider kein Platz mehr. Mach es auf Englisch. Dann klappt das auch mit Rochester. Und einmal Abfahrt bitte. Ich bin sehr gespannt, ob Zucker und Milch an Bord des Zuges auch mal gemischt werden. Wer von euch schätzt als Nahrungs- oder Lebensmittel oder als Genussmittel gezuckerte Milch? Hand hoch im Chat, wer sagt, ich persönlich kann mir ein Leben ohne mein tägliches Glas mit gezuckerter Milch kaum vorstellen. Und es dürfen sich auch gerne diejenigen äußern, die das Ganze für eine geschmackliche Verirrung halten. Wer von euch steht auf gezuckerte Milch? Milch mit Honig? Ja, warme Milch mit Honig. Das ist ein Kulturgut. Aber Milch mit Zucker? Ich weiß ja nicht. Milchenmädchen-Power. Ruft Sturzfilter. Zucker und Milch habe ich noch nie gehört. Ja, hier an Bord wird bei uns in den Speisewagen der Riding Bull Railways ausgeschenkt. Auf Wunsch. Gezuckerte Kondensmilch, lecker her damit, meint Boba Gray. Unfassbar. Mal Durchfahrt hier. Boba Gray, ernsthaft, damit verbindest du Kindheitserinnerung? Da will ich mich nicht darüber lustig machen. Ich habe als Kind super gerne, gibt es das heute noch, Nesquik und Kaba getrunken, also Milch, die ich dann so löffelweise so ein Fertigkakao reingekippt hatte, so Kakao mit Zucker. Ein großes Glas, Milch, Kakao rein und dann das Ganze gesorgt. Gibt es das heute noch? Entschuldigt, dass ich so naiv frage, aber ich trinke mittlerweile ganz andere Sachen halt. Kaba gibt es noch. Nesquik nicht mehr?
Doch, gibt es. Chat meint, gibt es. Ja, das ist eher Zucker mit ein wenig Kakao. Da hast du recht, Zwix, ja. Regenbogen trinkt das heute noch. Ein Prost. Na dann. Ich durfte immer bei der Oma davon naschen. Auch Marcel kennt Nesquik.